Hi Cuties und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Misha und wie versprochen gibt es heute ein Paletten-Battle zwischen der Subculture-Palette und der Day-Palette. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie dieses Battle enden wird. Ich habe keine Ahnung. Hatti, ihr Mann, haben die Aussage gesagt, das ist die beste Palette, deswegen teste ich sie mit einer Palette, die schon eher umstritten ist, die aber praktisch im gleichen Preisbereich miteinander sind. Also beide Paletten kosten grob gerundet 55 Euro, also die Subculture Palette kriegt man vielleicht noch für 52 Euro, manchmal für 54 Euro, also gerundet würde ich sagen, kosten die ungefähr gleich viel. In dem Video werde ich das Ganze bewerten mit Kategorien, das heißt, ich habe jetzt die Kategorie verpackungstechnisch, wie hochwertig ist die Verpackung, auf den Preis zurück, wie viel kriege ich geboten, dann zu den Lidschatten selbst, also das Ganze umfasst, wie fühlen sich die ganzen Lidschatten an, wie performen sie auf dem Auge, sind sie eher fleckiger, funktionieren die nicht, muss ich die zum 300. Mal aufbauen, dies, das, Ananas. Und zum Schluss werde ich mich noch komplett fertig schminken und dann bewerten wir nochmal das Endergebnis. Und heute starte ich auch ungeschminkt, damit ich euch überhaupt nicht spoiler mit dem Look. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Verpackungstechnischen. So, zu der Palette. Es ist eine Papppalette, die relativ dünn ist, würde ich sagen. Sie hat ein quadratisches Packaging. Ist eigentlich sehr, sehr standardmäßig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es trotzdem dieses Goldige vorne sehr, sehr schön. Ich habe so einen Aufdruck noch nie gesehen. Dieses Öben, dieses trendige, städtliche, whatever, habe ich so an sich nicht gesehen. Das finde ich sehr schön. Es sieht irgendwie edel aus, aber auch wieder dieses städtliche, so zwei Welten kombiniert irgendwie. Das finde ich passt wirklich sehr gut zu Hatti und zu Marke. Was ich mir vorstellen könnte, dass sowas auch die Marke repräsentiert, dieses elegante und städtliche. Bei der Subculture Palette haben wir auch ein rechteckiges Design, was wie gesagt fast überall zu finden ist eigentlich. Wir haben aber hier ein Samtpackaging, was ich wirklich viel schöner finde, auch beim Halten. Klar, sowas wird sehr schnell dreckig. Ich persönlich behalte sowas immer in den Verpackungen drin, so werden die nicht dreckig. Liegt auch sehr schön in der Hand. Und auf jeden Fall kriegt die Subculture Palette hier von mir den Punkt, da ich finde, dass es viel hochwertiger verarbeitet worden ist. Es sich einfach viel schöner sich in der Hand selber anfühlt. Also als hätte man wirklich was Teures, was Höherwertigeres in der Hand. Und das finde ich deutlich angenehmer und schöner. Was ich aber an dieser Stelle sagen muss, die Day Palette ist für mich auf jeden Fall ein Eyecatcher. Aber dennoch kriegt Subculture von mir den Punkt. So, kommen wir jetzt zur Preisfrage. Was kriege ich für mein Geld geboten? Das Packaging habe ich euch schon erzählt. Das werde ich jetzt nicht extra berücksichtigen in der Kategorie. In der Day Palette haben wir einen großen Spiegel mit dabei und 9 unterschiedliche Lidschatten. Manche mögen das, manche mögen es nicht. Ich persönlich mag es, dass die Palette weiß ist. Ich finde, da kommen die Lidschatten viel schöner zur Geltung. Das mag ich wirklich verdammt gerne. So, und bei der Subculture Palette haben wir ebenfalls einen Spiegel mit dabei und wir haben hier aber 14 Lidschatten plus noch einen Pinsel mit dabei. Was ich persönlich nicht so schön finde, ist, dass das Design bzw. die Farbe hier schwarz ist. Wie gesagt, ich finde weiß ein bisschen schöner, eleganter. Aber auf jeden Fall kriegt die Subculture Palette hier den Punkt, weil ihr kriegt einfach für euer Geld mehr. So, meine Lieben, kommen wir jetzt zu den Lidschatten selbst. Ich werde die ähnlichsten Farben swatchen und dann gucken wir mal, wie sich die Textur sich anfühlt und wie die Swatches fürs Erste performen. So, meine Lieben, das sind einmal die Swatches. Ich halte es euch einmal so hin, dann könnt ihr das besser erkennen. Ich persönlich muss sagen, die matten Farben nehmen sich kaum was. Also von der Textur, wie sie sich swatchen lassen, von der Farbe auch kaum, finde ich, was. Also ich finde, das Einzige, was mir zum Beispiel ein bisschen auffällt, dass die Farben bei der Subculture auf den ersten Blick ein bisschen anders aussehen, aber beim Swatch sehen die wieder sehr ähnlich zur Day-Palette aus, wo ich so ein bisschen denke, okay, wieso sehen sie ein bisschen anders im Fändchen aus? Aber im Großen und Ganzen, finde ich, sind die Matten sich echt ähnlich, außer jetzt der äußerste Ton Smile und die Farbe Roxy. Das ist einmal dieses Orangige und hier einmal ist es eher dieser Korallton. Ich finde, die sehen sich nicht wirklich ähnlich. Von der Textur aber, finde ich, sind sie sehr, sehr ähnlich. Von den Schimmerfarben finde ich die sehr unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, die Schimmer-Shades ergänzen sich wirklich richtig gut. Auf der Seite finde ich den metallischen Bronzy-Ton deutlich schöner und krasser als jetzt der von der Day-Palette.
Aber wenn ich jetzt beide vergleiche, finde ich an sich die Farbe von dem metallischen Shade hier schöner. Den habe ich aber im letzten Look nicht so intensiv gesehen, was mich jetzt sehr, sehr wundert. Und hier wiederum bei der Subculture-Seite ist einmal die Farbe Cube und Electric sehr soft. Also das sind für mich eher schon Topper. Die Farbe Cube hat auch so ein rosa Shift, was bei der Day-Palette die Farbe Day zum Beispiel nicht hat. Hier sieht man sie, finde ich, deutlich besser und wirklich als Shimmer-Shade. Vielleicht so ein bisschen als Topper, pearliger Effekt. Und hier die Farbe. Und die Farbe Money haut auf jeden Fall richtig in die Kacke im Vergleich zu Electric. Dann gebe ich auf jeden Fall der Day-Palette hier den Punkt, weil die Farben, finde ich, performen hier deutlich stärker und schöner als jetzt auf der Seite. Was ich hier noch an der Stelle sagen wollte, bei der Day-Palette habe ich 7 Lidschatten jetzt verglichen mit der Subculture-Palette. Das heißt, nur zwei Farben sind nicht in der Subculture drin. Das ist einmal die Farbe Nebula und einmal die Farbe Rain. Die sind gar nicht in der Subculture vorhanden oder irgendwie vergleichsweise irgendwo, was ich sage, ah ja, vielleicht, nee, gar nicht. Vom Gefühl her muss ich ehrlich sagen, ist da jetzt nichts, wo ich sage, ist extrem trocken oder extrem butterig. Also ich glaube, da war ein einziger Lidschatten bei Anastasia, der wirklich krass butterig war. Ansonsten waren die alle normalmäßig, eher samtmäßig und bei der Day-Palette waren die auch samtmäßig. Deswegen würde ich da jetzt keinen Punkt oder so dafür geben. Es ist einfach nur so eine Zusatzinfo für euch, falls es euch interessiert. So, ich würde sagen, ich hole euch ein Stückchen näher heran und wir fangen an, einen Look zu schminken. Ich trage auf beiden Seiten den Anastasia Beverly Hills Eye Primer auf. Vielleicht können viele meinen, dass es ein Anastasia-Produkt ist, funktioniert es vielleicht besser mit der Subculture-Palette. Weiß ich nicht, aber hat sie halt auch gemeint, sie benutzt diesen Eye Primer am liebsten mit den Paletten. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da wirklich krasse Unterschiede sein sollten, dass die Subculture deutlich krasser performen würde. Weil hat sie selbst hat diese Empfehlung mit ausgesprochen. Also der Eye Primer ist jetzt drauf. Ich werde mit der Subculture-Seite anfangen und ich werde auch die ganze Zeit den gleichen Pinsel benutzen. Ich werde ihn immer wieder hier sauber machen. Ich starte hier mit einem mittleren Blendepinsel und wir gehen in die Farbe Fuchs rein. Die klopfe ich ab und die packe ich mir in die Lidfalte. Nur so zur Info, das ist mein First Impression mit der Subculture-Palette. Ich hatte keine Zeit, sie davor zu testen. Deswegen bin ich selber sehr gespannt, wie die performen wird. Und ich finde, die blendet sich sehr schön, die Farbe. So, und fürs Erste wäre die Farbe drauf. Ich bin einmal reingegangen in die Farbe. So, dann mache ich einmal den Pinsel sauber und dann gehen wir in die Day-Palette zusammen rein. Da trage ich die Farbe Earth auf. So, und dann packe ich sie auch in meine Lidfalte. So, beide Farben sind drauf. Ich bin nur einmal in die Farben reingegangen. Was ich hier sagen muss, ich finde, bei der Subculture-Seite sieht es deutlich stärker aus und ein bisschen, naja, mehr Farbe, ein bisschen mehr Pigment. Und auf der Seite, finde ich, ist es ein bisschen schöner und smoother, verblendeter. Außerdem ist hier, finde ich, die Farbe ein Ticken kühler als auf der Seite. Ich finde beide Lidschatten sehr gut, aber da entscheide ich jetzt einfach aus dem Bauchgefühl heraus. Und da würde ich sagen, die Day Seite gefällt mir bis jetzt ein Ticken besser. Als nächstes nehme ich so einen fluffigen Blendepinsel und ich gehe in die Farbe Dawn. Das trage ich hier oben und an den Seiten erstmal auf. Also ich finde, bis jetzt verblendet sich es wirklich mega schön. Auf der anderen Seite gehe ich in die Farbe Sandstorm und an den Seiten auf. Lässt sich auch sehr schön miteinander verblenden. Ne? So, beide Farben sind jetzt drauf und die haben sich sehr schön verblenden lassen. Ich finde auf der Seite, wo ich die Farbe Dawn aufgetragen habe, ein Ticken besser, weil ich finde, es ist viel schöner ineinander verblendet. Hier habe ich so eine ganz leichte Grenze, würde ich mal sagen. Dann gehe ich mit einem Lidschattenpinsel in die Farbe Untamed und die trage ich mir hier hinten erstmal auf. Das klappt unglaublich gut und richtig schön, also sehr, sehr deckend, sehr präzise, gefällt mir. Ich bin gerade schockiert, wie gut die Farbe performt. Das Ganze trage ich so ein bisschen Cat-Eye-mäßig auf. So, bevor ich weitermache, will ich einmal die Farbe Ticken ausblenden. Da gehe ich wieder in die Farbe Dawn. Und dann blende ich die noch ein bisschen aus.
So, und dann gehe ich noch einmal in die Farbe Untamed und baue es noch mal ein bisschen stärker auf. So, die Farbe wird jetzt aufgetragen und ihr könnt sehen, wir haben hier Fallout. Das mache ich direkt weg. So, und das Ganze mache ich natürlich auch auf der anderen Seite. Wir gehen zuerst einmal in die Farbe Promise. Und da kommt auch Kickback. Ihr könnt sehen, also das fällt hier wirklich runter in die Farbe Sandstorm. Ultra deckend. So, ich bin einmal in die Farbe rein. Ihr könnt sehen, das reicht auch nicht, um das komplett abzudecken. Ich trage hier ein bisschen auf, also das, was ich noch Rest übrig habe, dass ich das gleich auch verblenden kann, wie auf der anderen Seite. Und dann gehe ich in die Farbe Sandstorm. Und das versuche ich auch hier ein bisschen schöner zu verblenden. So, dann gehe ich wieder in die Farbe Promise rein und versuche das Ganze wieder aufzubauen. Ich bin jetzt genauso oft reingegangen und ich habe genau das gleiche gemacht wie auf der Seite. Und fürs Erste muss ich sagen, die Seite gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser. Es ist viel deckender. Was ich aber hier sagen muss, beide Grüntöne sehen für mich ein bisschen fleckig aus. Und ja, aber ansonsten würde ich sagen, die Seite gefällt mir besser, weil du mehr Farbe auf dem Pinsel hast und wirklich schöner und leichter arbeiten kannst. Wie ein bisschen noch schöner aufbauen, dass es ungefähr so ähnlich aussieht wie auf der Seite. So, ich finde, jetzt sieht es relativ ähnlich aus. Bei der Subculture Palette muss ich nochmal zweimal reingehen. Einmal für hier hinten, es ein bisschen intensiver hinzukriegen und nochmal extra für vorne. Das heißt, ihr müsst öfters reingehen bei der Day Palette, um das gleiche Ergebnis zu erzielen oder ungefähr das gleiche Ergebnis zu erzielen wie bei der Subculture. Und hier auf der Seite habe ich auch Fallout, das mache ich einmal weg. Dann habe ich einen anderen Lidschattenpinsel und gehe in die Farbe Adorn. Adorn, I don't know. So, dass einmal der Pinsel wirklich gut ist und auch hier, dass ich einfach ein bisschen mehr habe. So, auf beiden Seiten habe ich jetzt Produkt aufgetragen. Dann würde ich Fixing Spray benutzen. Für jede Seite ein Spritzer. Und das trage ich hier vorne auf, wo wir noch ein bisschen Platz haben. Und das ist ein sehr schöner, intensiver Bronzy-Ton. Lässt sich ganz mittelmäßig, finde ich, so verblenden hier hinten. Ist okay, es geht aber auf jeden Fall besser. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Wir gehen dann in die Farbe Cry. Die befindet sich hier und ich mache genau dasselbe. Und jetzt schauen wir mal, schön auftragen. Ich finde die Farbe auch gerade richtig, richtig schön. Von der Farbe Cry hier sehr überrascht, weil mit dem Finger kommt sie nicht mal so intensiv raus. Also ich würde wirklich die Farbe ansprühen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Lässt sich auch wirklich sehr schön verblenden. So, die Farben sind aufgetragen und ich finde, die sehen sich wirklich gar nicht ähnlich. Also das ist wirklich so ein krass gelber Kupfer-Bronzy-Ton und das ist wirklich so ein Hauch von Bronze. Mäßig, also wirklich komplett unterschiedlich. Auf jeden Fall, die Farbe finde ich, kommt wirklich viel metallischer und wirklich mit mehr Boom raus. Was mir in dem Fall wichtig ist, bei einem metallischen Shade will ich ja nicht, dass er ein bisschen zurückhaltender ist. Deswegen gebe ich hier der Subculture-Seite den Punkt. Dennoch finde ich die Farbe auch auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, bei einem metallischen Shade will ich einfach Boom, dass der strahlt und dass man sieht, dass er krass metallisch ist. Und hier finde ich es ein bisschen schwieriger. Hier muss man wirklich auf den zweiten Blick, erkennt man, glaube ich, dass es erst metallisch ist. Also, dann nehme ich meinen Finger und ich gehe in die Farbe Electric. Und die trage ich hier dazwischen auf als Übergangsshade. Also zwischen dem Bronzy-Ton, diesem metallischen Ton und dem Grün auf. So, und auf der Day-Seite gehe ich in die Farbe Mondays rein. Und die trage ich auch als Übergang auf. Und boah, richtig viel Wumms dahinter. Also hier, ich strahle. Also mein Lid ist wirklich eine zweite Sonne, ein zweites Universum. So krass strahlt die Farbe. Also wirklich bombastisch schön. Es ist sehr schwierig, diese zwei Farben zu vergleichen, weil hier haben wir, wie ihr sehen könnt, super viel Glitzer und es ist eher so ein krasser Boom-Shade. Und hier haben wir wirklich so einen metallischen Duochrom-mäßigen Ton, der an sich sich auch sehr schön verblenden lässt. Aber ich gebe auf jeden Fall hier der Day-Palette den Punkt, weil es einfach voll
Also, weil es wirklich krass ist, es strahlt des Todes. Das finde ich so, so schön. Und ich finde eine gewisse Intensität im High-End-Bereich, finde ich persönlich jetzt sehr schön. Und zum Schluss nehme ich so einen kleinen Blendepinsel und gehe in die Farbe Cube. Und die trage ich in meinem Innenwinkel auf. So, und dann gehe ich in die Farbe Day und trage es auch im Innenwinkel auf. So, ich bin in jede Farbe einmal reingegangen und ich finde, die nehmen sich nicht viel. Also ich finde die sehr ähnlich. Obwohl jetzt Cube eigentlich so ein Pink-Shift hat, finde ich, sieht man den gar nicht so richtig. Und Day hat vielmehr diesen weißen Pigmentanteil, dass er einfach ein bisschen heller macht. Da muss ich aber sagen, als Inner Corner Highlight funktioniert Day besser als Cube. Deswegen kriegt die Day-Palette, die Day-Seite, den Punkt. Ich habe auf beiden Seiten noch ein bisschen Schimmer. Also kann gut möglich sein durch die Farbe Electric und durch die Farbe Mondays. Das mache ich natürlich auch schnell weg. So, Cuties, wir sind jetzt fertig mit den Lidschatten. Ich würde mich ganz schnell fertig schminken, dass ihr das Endergebnis anschauen könnt. Looks sitzen. Wir haben uns beide Looks angeschaut, was ich noch gar nicht erwähnt habe, und zwar Kickback und Fallout. Ich persönlich muss sagen, Kickback kriegt eindeutig die Day-Palette den Punkt, weil ich glaube, bei der Day-Palette war wirklich ein Ton, wo wirklich viel Kickback war. Das war die Farbe Promise und ansonsten fand ich es sehr normal bis wenig bis kaum. Also kaum nennenswert, würde ich sagen, eher normal. Und bei der Anastasia-Palette war es öfters der Fall. Wir hatten es bei Dawn, bei Fuge. Fuge war es ein etwas softer und bei Untamed. Beim Fallout kriegt keiner einen Punkt, weil ich sah beides bei den Grüntönen und beides auch bei den Schimmertönen. Das war meine Wimpernbox. Ich muss ein bisschen überlegen, welcher Look mir gefällt, weil ich finde beide sehen wirklich unglaublich schön aus. Scheint hier komplett aus dem Gefühl raus, was ich einfach schöner finde. Das soll aber nicht heißen, dass das die ultimative Palette ist, die eindeutig gewonnen hat. Und andersherum, das heißt, ihr könnt euch praktisch selber entscheiden, wie das Ende verlaufen soll, was für euch der Gewinner ist, weil ihr habt ja gesehen, ich habe es aufgetragen, ihr seht, wie die Lidschatten performen. Ich persönlich finde den Look von der Subculture-Palette einfach schöner. Ich kann es euch nicht wirklich großartig begründen. Ich finde es einfach nur schöner für mich persönlich. Ich finde, das sieht wirklich sehr snatched aus, sehr schön, sparkly, nicht zu viel. Man sieht noch super schön die grüne Farbe. Nichts stellt so wirklich irgendwas die Show und so. Und auf der Seite, natürlich die Farbe Mondays ist unglaublich schön, aber ich habe dafür schon vorhin bei dem Lidschatten selbst einen Punkt gegeben. Deswegen sage ich jetzt nicht, boah, weil die Farbe schön ist, reißt es komplett oder so jetzt für mich persönlich. Ich finde den Look auch auf jeden Fall super schön, aber jetzt vom Gefühl her der Sieger-Look so in der letzten Kategorie für mich. Ich persönlich bin schockiert, wie krass nah dieses Battle jetzt geworden ist. Das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Klar, für viele ist die Subculture umstritten, was ich jetzt zum ersten sagen muss, ich finde die Lidschatten performen bis jetzt wunderbar zu der Subculture. Ich werde auf jeden Fall zu der Subculture-Palette in den nächsten Tagen, Wochen auf jeden Fall noch ein Video hochladen mit drei Looks. Das mache ich ja immer wieder mit meinen Paletten. Davor kommt aber noch eine andere Palette, die Zodiac Love Science kommt noch davor. Die kommt auch irgendwann noch, also jetzt in kommender Zeit. Finde die Day-Palette auch sehr gut mitgehalten. Ich persönlich hätte am Anfang gedacht, dass die Day-Palette nicht 5 Punkte erreicht, sondern vielleicht 3 oder so, hätte ich mir jetzt persönlich vorgestellt. Deswegen bin ich auch überrascht, wie gut sie performt, weil diese Töne, diese Grüntöne sind auch sehr schwierig in der Herstellung. Und dies, das Ananas. Und jeder, ich finde es auch schwierig bei einer Herstellung von einer Palette, man will es ja jedem recht machen. Und das funktioniert nicht. Es gibt Leute, die wollen es soft haben, es gibt Leute, die wollen es krass haben. So eine Mischung muss man finden. Und ich finde,
Obwohl beide Paletten sehr unterschiedlich sind, finde ich, erfüllt man irgendwie diese Mischung. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich übelst krass. Cool, einfach auch bei so einem Battle zu sehen, wo sind die Pro-Seiten, wo sind die Contra-Seiten mit einer Palette. Ist auch eine persönliche Sache für euch. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand von euch denkt, Kickback, finde ich, geht überhaupt nicht. Deswegen ist die Subculture für mich nichts. Dann ist die Day-Palette auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Die Looks sehen sich nicht wirklich krass ähnlich aus. Also ich finde, hauptsächlich liegt das an den Schimmertönen von dem metallischen Shade. Also die sehen sich einfach nicht komplett ähnlich. Und vor allem an diesen Glitzertönen, Duochrome-Tönen. Also im Vergleich jetzt Electric und Monday. Aber die Grüntöne, die matten Töne allgemein, finde ich, kommen sich wirklich sehr nah. Also ist jetzt wirklich eine komplett persönliche Entscheidung, muss ich sagen. So, meine Lieben, wir sind schon am Ende von diesem Battle. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, welchen Look du schöner findest, beziehungsweise welche Palette für dich gewonnen hat. Ist es die Subculture oder ist es die Day-Palette? Das würde mich mega interessieren, was dein Favorite ist. Wie gesagt, mit einem kleinen Vorsprung, ein Punkt, glaube ich, ist es die Subculture geworden. Falls dir das Battle gefallen haben sollte, lass das sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Und abonnieren nicht vergessen für mehr. Ich bin dreimal die Woche für euch da. Ich bedanke mich, dass du eingeschaltet hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. From way back.